Hallo, in diesem Kapitel geht es darum, wie man OER suchen und finden kann. Das gibt ja Google, ne? Mit diesem Suchschlitz, das ist ja eigentlich ganz praktisch, aber so auf der ersten Seite weißt du gar nicht, ist es jetzt OER oder nicht? Ja genau, da muss man manchmal ein paar Filter einstellen und es gibt auch so andere Plattformen und Werkzeuge, mit denen man OER ganz gut finden kann. Und das gucken wir uns in diesem Kapitel an.